bisschen Haushalt ist doch kein Problem, meint ein Mann. Das bisschen Haushalt macht mir doch bequem, meint ein Mann. Auch am herdenrechten Mann sind man kann stehen. Man muss nur wählen, meint ein Mann. Das bisschen Haushalt könnt er mir ruhig überlassen. Er hat keine Ahnung, so ein Mann. Max, ich sag, dass so eine Videothek eröffnen ist ein riesen Stress. Wenn du so weitermachst, ist in einem Monat alles eingerichtet. Und die Eröffnung ist erst in einer Woche. Das wird eine riesen Kiste. Ich habe fast 100 Einladungen verschickt. Kollegen, Bekannte und natürlich jene Promi. Klar, deine Eröffnung ist ja das gesellschaftliche Ereignis vom Jahr. Was denn sonst? Etwa 60 Leute? Du bist doch gut im Brief schreiben. Kannst du mir kurz helfen? Um was geht's? Die korrekte Anrede. Würdest du jetzt eher schreiben, lieber Bundesrat oder sehr geehrter Gesamtbundesrat? Du willst den Bundesrat? Du hast gesagt, die gehen da jede Hunds verlocht. Aber sogar dort lädt man nicht alle sieben ein, sondern bestenfalls einen. Du verstehst mich falsch. Ich will den Bundesrat nicht einladen. Ich will ihn wieder ausladen. Das ist aber gemein. Sie haben sich sicher schon riesig gefreut. Ruth, kommst du auch zu mir? Moritz, wann geht's endlich los? Hat der Bundesrat nur sicherheitshalber eingeladen, dass wenigstens jemand da wäre, wenn schon kein echter Promi kommt. Clever, denkst du wirklich alles? Gott sei Dank sind meine Befürchtungen absolut überflüssig gewesen, also lade ich den Bundesrat wieder aus und die ganze Servala-Prominenz auch. Kein Benetton hier. Und kein einzige in der Schweiz. Die sollen ihre Käsekühe selber kaufen. Auf wen dürfen wir mich denn freuen? Voilà, hast schon ein Namensschild vorbereitet? Steven Spielberg, Lieselotte Pulver, Julia Roberts, Pierce Brosnan. Jetzt bist du platt, gell? In einer Omelette. Wie kommst du auf die Idee, dass die alle kommen? Ganz einfach. Ich habe schon vor einem Monat Einladungen an rund 40 Filmstars verschickt. Und jetzt hebt die fest, kein einziger hat abgesagt. Warum Namensschild? Die Superpromis kennt doch jeder. Aber vielleicht ziehen andere nicht. Wäre mir total peinlich, wenn der Steven Spielberg mit einem Käsekücheln in der Hand zu einem Gast würde sagen: Hi, I'm Steven und du bist doch die Meg Ryan, oder? Ihr sagt dann: Sorry, nein, I'm Julia Roberts. Der Steven ist nachher sauer auf mich. Wie viel Käsekücheln mampft echt so einem Promi? Du glaubst doch nicht, dass zu deiner Öffnung ein einziger Promi aufkreuzt. Max, glaub mir, ich kenne mich in dieser Branche aus. Ich weiss, wie man dort die Anlässe anpackt. Erich, wenn ich dir einen Rat gebe. Ich bin dir wahnsinnig dankbar, dass du mir mit dem Bürozeug hilfst. Aber den Rest kannst du ruhig mir überlassen. Wie du das alles anpackst? Du erinnerst mich an den Meister, der zu seinem Stift sagt: Mann, machen wir Konkurs. Dann musst du auch mal lernen. Das ist ein guter. Was genau willst du mit dem sagen? Nicht, hast du ein bisschen Bürozeugs? Rechnungen. Vom Schriftenmaler für Gestelle, für Videolieferungen. Alt James Bond, die Matrix, Stirb langsam, 1-3, Truffaut, Hitchcock. Die kommen alle in die allgemeine Abteilung. Hat der Hitchcock wirklich mal einen Film mit dem Titel gemacht «Scharfe Teens ohne Jeans»? Genauso wenig wie «Liebestolle Nachtschwestern», «Ibiza 6» und «Lutsch mein Magnum». Das kommt die Pornoabteilung. 10 Seiten Porno, 250 Titel. Meinst du, da könnte ein Problem geben? Weil sich die Kunden einen Bruch holen, wenn sie die Stellungen anmachen. Weil dein Kreditgeber eine Frau ist, die Elian Bissiger heisst. Wenn es Elian ein Problem macht, schaut er ihn einfach tief in die Augen und schon wird sie schwach, die süße Maus. Ihr habt Müsse da drin. Nur eine. Hey Elian, darf ich dir etwas anbieten? Die Selbstmord? Dann müsst ihr deine Videothek nicht finanzieren. Selber Schuld, wieso hast du trotzdem mal die Wette verloren? Bringen wir es hinter uns. Heute ist die letzte Rate fällig. 20'000 Franken. Moment. Zuerst will ich wissen, für was es genau ausgegeben wird. Bitte, das sind die letzten Rechnungen. Porno? Und noch mehr Porno? Bist du nicht ganz putzt? Wie kommst du auf die Idee, dass ich das finanziere? So eine frauenverachtende, widerliche, ausbeuterische Sauerei. Easy, Elian.
Reg dich doch nicht auf. Was glotzt mich so an? Wie eine besoffene Kuh. Also, Eliane, weisst du, Max, sag doch etwas. Geht um etwas Administratives. Sag dir, dass sie das zahlen muss. Das ist eine verhandlungstechnische Angelegenheit. Ich bin aber nur für Bürozeugs zuständig. Eliane, mit Filmklassiker allein gehe ich gerade pleite. Ich bin auf die Porno angewiesen. Und ich habe immer gesagt, dass ich ein Porno-Ecke führen will. Ein munzig, kleines, unbedeutendes Porno-Ecke. Mit 250 Titeln? Das ist nur Ersatz, weil so viel gestohlen wird. Und wo war denn das kleine Porno-Ecke? Da oder da. Irgendjemand. Ganz munzig. Wenn das der Porno-Ecke wäre, was soll denn die Tafel? Das ist ein Irrtum. Es müsste heissen Zutritt ab 8 Jahren. Trickfilmabteilung. Das hilft mir doch. Mein Rat ist jetzt also doch gefragt. Ja. Dann zeig dir jetzt, wie ein Topmanager so eine Krise löst. Elian, darf ich dich auf Paragraph 45 Absatz 3b vom Kreditvertrag hinweisen? Die Kreditgeberin hat keinen Einfluss auf die Sortimentsgestaltung. Shit. Mit anderen Worten, du wirst am Erich seine Videothek zu Ende finanzieren, auch wenn es dich umbringt. Das ist der schwärzeste Tag von meinem Leben. Und einer von den sonnigsten in meinem. Ciao, Elian. Ist jetzt alles in Ordnung? Das Geld gehört mir. Vergiss nie, wem das zu verdanken hast. Leck, die hat ein dummes Gesicht gemacht. Hey, was soll das? Haben wir es anders überlegt, du Pappnase. Entweder du verzichtest auf die Sauereien oder du siehst keine mieden Rappen mehr. Elian, wir haben den Vertrag, der ist nied- und nagelfest. Stimmt. Aber im Gegensatz zu euch kann ich mir jederzeit 3 Top-Anwälte leisten, die diesen Vertrag anfechten. Leck, haben die ein dummes Gesicht gemacht. Was ist jetzt wieder? Delian hat mir alles erzählt. Ich glaube, ich muss nicht fragen, auf welcher Seite du stehst. Wenn er sagt, er sei auf die Porno angewiesen, von mir aus. Ich mische mich nicht ein. Gut finde ich es wegen dem noch lange nicht. Ciao zusammen. Bin in einer Stunde wieder da. Tochter, woher? Nur musst du auf Gas ein Kilo Koks posten. Kathrin, wie hat ihr eine Frage gestellt? Ich treffe mich mit den Klicken. Nachher wollen wir zusammen anfangen, Rentner überfallen. Klicken, wer ist das? Kollegen halt. Die Madeleine, der Mike und noch ein paar, die ihr nicht kennt. Genau das macht uns ja Sorgen. Meinst du wirklich, ich treibe mich mit Kleinkriminellen und Drogendealern rum? Nein, aber... Paps, meine Klicke ist etwa so kriminell wie deine Assrunde. Kathrin, wir machen uns wirklich Sorgen und würden gerne wissen, mit wem du dich triffst. Ich bin froh, dass ihr mir eure Gefühle so offen mitteilt. Ehrlich, wenn ich euch wäre, ich würde genau so reagieren. Kann ich jetzt gehen? Ich glaube, ich muss deutlicher werden. Entweder wir erfahren, mit wem du dich triffst, oder du bleibst daheim. Das ist doch nicht euer Ernst. Das ist euer Ernst. Okay, bleibe ich auch daheim. Was soll das? Was hat du jetzt wieder vor? Schau, Max. Angie? Leck, das war ein guter gewesen, heute Nachmittag in der Videothek. Findest du noch lustig? Wie du der Elian gesagt hast, dass sie den Vertrag erfüllen muss. Brillant. Und wie du so entsetzt da hast, wo sie das mit der Anwalt gesagt hat. Hast du fast selber geglaubt. Wie? War gelobt. Dass du nicht mehr weiter weißt. Wo du doch schon längstens einen genialen Schachzug ausgeknobelt hast. Max, ich höre. Ja? Verzeih deinen Schachzug? Erich. Wenn Elian wirklich den Rechtsweg beschreiten will, wirst du das Geld noch lange nicht sehen. Aber? Kein Aber. Kann dir nicht weiterhelfen. Selber die Schuld. Wieso hast du mich nicht früher eingeweiht? Dann sitze ich in der Scheisse. Elian muss nur noch spülen. Und so etwas nennt sich Manager. Gut, dass ich dir noch ein Bürozeug anvertraut habe. Kannst du mir 100'000 pumpen? Wieso 100'000?
80'000 könntest du mir abmieten, macht 20'000. Porno als Familienbusiness? Tut mir leid, aber da mache ich nicht mit. Mache ich es halt ohne Elian. Die 20'000 bringe ich auch so zusammen. Ich werde dich aber nicht in Aktenzeichen XY sehen. Wegen einem Banküberfall. Ein Kollege bei einer Stellenvermittlung. Der soll mir einen guten Job mischen. Das Geld ist schneller verdient, als der John Wayne vom Ross runtergeht. Job und nebenbei eine Videothek eröffnen. Völlig unrealistisch. Mies machen. Ich rufe dem Kollegen an. Ist doch alles kein Problem für einen fähigen jungen Unternehmer. Und wir legen jetzt Zeit auf und machen uns einen gemütlichen Abend. Danke, Babs. Du denkst wirklich an alles. Katrin, was soll das? Ich wollte doch unbedingt wissen, mit wem ich mich umtreibe. Wow. Also habe ich es via Handy hierher bestellt. Lustige Idee. Das ist also deine Glicka. Das ist Madeleine und Mike, die kennen dir ja. Hallo. Dann der Oli, Bankstifti. Hallo. Stefanie macht das Gimmi. Hallo. Der Hugo und Babs. Grüezi. Freut mich. Ich bin der Katrin, ihre Vater. Gut, sagst du es, da wären sie nie drauf gekommen. Meine Eltern haben Angst, ich könnte in schlechte Gesellschaft geraten. Das ist jemand von uns süchtig. Zählen Gummibärli. Kommst du auf den Zug, wenn du absetzt? Nein. Dann schläfst du noch mal. Wer war schon mal im Gefängnis? Letzte Woche. Um Gottes Willen, was ist passiert? Habe ich Monopoly die falsche Karte gezogen? Ich glaube nicht, dass das aktenkundig wird. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt weitere Fragen stellen. Katrin, das ist doch nicht nötig. Deine Freunde machen alle einen prima Eindruck. Ich finde es toll, dass du uns vorgestellt hast. Gern geschehen. Ich will euch nicht aufhalten. Ihr wollt sicher noch etwas unternehmen. Auf der Gasse rumhängen? Keine Lust. Hey, ihr habt ein gemütliches Haus. Alles hier. Fernsehen, Video und sicher einen gefüllten Kühlschrank. Heute Abend läuft der geile Film. Die Mumie, Teil 1. Ja, geht doch ins Kino. Der ist im Fernsehen. Cool, bleiben wir da und ziehen uns die Mumie rein. Super. Geil. Was? Aber wir wollten eigentlich Aida auflegen. Was? Wenn wir da bleiben, könnt ihr meine Kollegen auch besser kennenlernen. Ist das nicht wunderbar? Schon, aber... Wollt ihr nicht lieber zur Madeleine? Nein, das wäre meinen Eltern gar nicht recht. Die finden, ich nerve nur. Man könnte ja fast meinen, wenn uns loswerden. Welchen Weg, deine Gespöndli? Freunde sind uns immer willkommen. Solange nicht das ganze Haus auf den Kopf stellen. Mami, du kennst mich doch. Das würde ich nie machen. Ja, jetzt komm ich. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nicht zum Aushalten, der Mais. Ja. Mais? Oh ja, Popcorn wäre jetzt nicht schlecht. Mit Pop kann man nicht leise hören, Mami. Weil man dann merkt, dass es keine Musik ist. Ja. Merkt Frank Sinatra auch nicht. Er will immer leise laufen lassen. Komm mal mit. Ich glaube, wir zwei müssen. Ist unterhalten. Ja. Katrin, wie habt ihr gestern erlebt, dass ihr zusammen die Mumie schaut? Heißer Film. Aida war auch gut. Ja, aber das Ambiente im Kabuff lässt also schon zu wünschen übrig. Wir wären gerne ins Kabuff, aber dort hat es leider keinen Fernsehanschluss. Die Akustik ist auch schlecht. Am Bab seine Wäschbäcke schlucken alles weg. Das habe ich gemerkt. Also, wir waren einverstanden, dass ihr gestern... Und dann haben wir gesagt, wir seien jederzeit wieder willkommen. Aber doch nicht jeden Abend. Aha, heute sind wir nicht mehr willkommen. Doch, nein. Ja, gib's zu. Du machst das nur, weil dich ärgern will. Soll ich sagen? Stimmt. Du gehst freiwillig etwas zu. Wir sind dem Doktor anrufen. Ihr habt mich wochenlang genervt mit dieser Fragerei. Wo gehst du hin? Mit wem triffst du dich? Bin ich da in Untersuchungshaft? Wie hast du Sorgen gemacht? Das ist eine Krankheit, die die meisten Eltern haben. Leider gibt es noch kein Medikament. Ich dachte, ich lasse alle Freunde
Wir machen das Chaos und treiben euch Vater gerade im Wahnsinn. Bis wir uns kriegen. Anschliessend werden wir so froh, dass wir uns los sind, dass ihr nie mehr fragt, wo ich abhänge. Ich habe also die Wahl. Ich habe das Chaos erduldet und dafür weiss, wo du bist. Wenn ich aber meine Ruhe will, weiss ich dafür nicht, wo du bist. Clever. Schon verrückt, so was so ein Teenager-Hirn fähig ist. Und was hat der Plan durchkreuzt? Mittlerweile gefällt es Ihnen allen so gut, dass es nicht mehr weggewählt. Wir wollen da gerne das Haus und ziehen aus. Das findet übrigens auch Les, dass ich so coole Eltern habe, die alles mit Humor nehmen. Ich bin cool. Madeleine sagt, sie würde dich jederzeit gegen ihren Alten tauschen. Dort oben die Heim rum und macht auf Rumpelstilzchen. Wenn die mich so cool finden, kann ich unmöglich den Böllimann spielen. Machen du. Paps, dich findet es zwar cool, aber Mami findet es mega obercool. So ein Mist. Also, ich bin bei den anderen. Und ich muss die Nacht vorbereiten. Ciao, Angie. Wie spät ist es? 5:05. Fein. Weck mich bitte am 7. Leck, hat das gut da. Ein bisschen ausschlafen. Wie spät ist es? 6:45. Was ist los mit dir? Du Tränensack bis auf Knell. Hätte ich jetzt nachts schon anfangen zu bügeln. Nachtschicht in einem Versandhaus und tagsüber schaffe ich an einem Würstchenstand. Das schmeckt mir. Im ersten Moment habe ich gemeint, es käme ein Bonfri zu dir hin. Du glaubst es nicht, aber ich habe schon 150 Stutz verdient. Fehlen also nur noch 19.850. Nur 150 für 16 Stunden Arbeit? 100 hat mir der Chef vom Würstchenstand wieder abgezogen, weil ich vor dem Grill eingepennt bin. Das kann doch jedem mal passieren. Gut, es hat ein paar Komplikationen gegeben. Schuhe schnell abbrennt die Bude. Ich habe gerade gesagt, das wird nichts. Grausam, kann man die nicht irgendwie ruhig stellen? Ja. Der neueste Julia Roberts ist gerade auf Video rausgekommen. Prima, soll jetzt da schauen. Der Max hat recht, Erich. Das mit deinen Nebenjobs, das funktioniert nie. Na was? Kritisch wird es erst, wenn ich heute Nacht noch das Versandhaus abfackle. Da wär's. Die sind ganz begeistert. Erich, ist da wirklich der neueste Julia Roberts? Katrin, Zappolot, stell das ab! Leck, hat die ein grosses Maul? Die Batterien sind drinnen. Wegschauen, Topf und Deckel, das ist nichts für euch! Wow, ist das technisch wirklich möglich? Julia Roberts, seit wann ist das eine Farbig und hat eine Silikonbuse? Ich kann mir das nur so erklären, dass der Max unterwegs aus Versehen Kassetten vertauscht hat. Oder dann bin ich es, als ich die letzte Lieferung kontrolliert habe. So geht das nicht weiter. Ich finde es so toll, dass es euch bei uns so gefällt, aber könnt ihr wirklich nie nicht anders haben? Echt schwierig, seit sie Barracuda abgerissen haben. Ja, das war cool. Ich konnte schnurren, etwas trinken, Musik hören. Die Hälfte von meinem Sackgeld ist dort liegen geblieben. Ihr könntet die Videothek übernehmen, dann laden wir die bald frei. Wieso plötzlich so pessimistisch? Ihr habt recht, das mit diesen Nebenjobs ist eine Furzidee. Wenn ich nur Porno vertreiben würde, wäre alles ganz einfach. Das würde mir der Grosshändler jederzeit finanzieren und ich brauche die Delia nicht. Und es war doch immer dein grosser Traum, die Menschheit mit Porno zu beglicken. Ich will gute Filme anbieten. Kurosawa, Billy Wilder, Howard Hawks. Die Scheiss-Porno hätte ich nur als zusätzliche Geldquelle gebraucht. Erich, für was bin ich gerade wieder zuständig? Nur fürs Bürozeugs. Wieso fragst du? Weil ich eine Idee habe, die all deine Probleme löst. Ehrlich? Sag! Zuerst müsstest du mich wieder befördern, vom Bürogummi zum strategischen Planer. Das ist mir ein Vergnügen, Max. Hat doch schon immer gesagt, du bist der genialste Manager, der je gelebt hat. Du musst einfach mir reden und haltest dich zurück, okay? Ist gut. Ich lasse mich reden und halte dich zurück. Okay, umgekehrt. Ciao, Ilian. Zwei geschnägelte Geschäftsmänner. Und ein Flipchart.
So eine Szene habe ich gerade letztens in einem Film gesehen. Wie hat der geheißen? Dick und doof auf Geschäftsreise. Mit denen haben wir jetzt wirklich nichts gemeinsam. Bin ich etwa dick? Elian, wir haben dich hier gebeten, weil wir dir ein neues Videothekenkonzept vorstellen wollen. Eins ohne Porno. Das wird dich umhauen. Du wirst definitiv erkennen, was der Max für einen kreativen und begabten Manager ist. Danke, Erich, das lange. Wir hatten eine kleine Krise gehabt, aber jetzt haben wir uns versöhnt und ich akzeptiere sein Genie vollumfänglich. Max, du bist der Beste. Wenn das durch ist, wollt ihr dann heiraten? Ich nehme doch den Erich nicht weg. Wer besucht Videotheken? Vor allem junge Leute bis 20. Brillante Analyse, einmalig. Die mieten Videos. Aber könnte man ihnen auch nicht nebis verkaufen? Eure Hirnis. Das gibt total 2 Stutz. Cola, Klasse, Snacks, Filmposter, Fanartikel, Kaffee, Popcorn. Ist das jetzt eine Videothek oder eine Snackbar? Beides. Es gibt keinen Treffpunkt für Junge im Umkreis von 10 Kilometern. Also, gehen wir ihnen an. Erichs Videothek und Filmcafé. Max, ich könnte dich gerade noch mal küssen. Nur zu? Ja. Ich sag's ungern, aber die Sache macht Sinn. Ha! Hat nie gedacht, dass du zu so etwas im Stand bist. Ein abverreckter Gutsi-Manager, der sein Verfalldatum längst überschritten hat. Du wirst die letzte Kreditrate freigeben. Delian zieht mit. Habt ihr das gehört, meine Liebe? Julia. Oscar. Marilyn. Clint. Wer? Rasier dich zuerst. Würde das echt auch mit einer Boutique funktionieren? Junge Mode kombiniert mit einem Fashion-Kaffee? Vorne Designer-Lümpli posten und hinten Champi schlürfen. Warum nicht? Vielleicht sollte ich das wirklich machen. Eine von deinen Boutiquen umbauen? Das Geschäft läuft wie blöd. Ich eröffne lieber gerade neu. Du musst zuerst einen Laden finden. Wieso? Ich kann doch einfach den nehmen. Was? Aber da ist meine Videothek drin. Ich verweigere die letzte Rate. Du gehst pleite, ich übernehme den Laden und mache Goldgrube draus. Die 30'000, die du schon gegeben hast, schreibe ich locker ab. Das ist eine ganz fiese, dreckige, hundsgemeine Tour. Max, kann dir das machen? Oh Gott. Ich habe immer gesagt, es geht in die Hose. Wieso habe ich dich noch mal machen lassen? Du Versager. Du Nieten in Nadelstreifen. Ich gebe Ruhe. Als guter Manager habe ich natürlich noch ein Ass im Ärmel. Max, habe ich dir heute schon gesagt, dass ich dich liebe? Habe ich dir heute schon gesagt, dass ich dich umbringen will? Könnt ihr reinkommen? Hallo. Was wollen denn die da? Die haben nebis für mich erledigt. Elian, wenn du die letzte Rate verweigerst, machen wir aus dem Laden einen reinen Pornoschuppen. Erich, schwieg! Das finanzieren wäre kein Problem. Ihr Macho sei. Perverse Sex, so einen frauenverachtenden Müll zu verbreiten. Das ist doch cool. Können wir unsere Porno in Zukunft direkt bei Erich holen? Super. Der drückt sicher das Auge zu, weil wir noch nicht 18 sind. Das darf doch nicht wahr sein. Schämt ihr euch eigentlich nicht, Kopfendeckel? Abgrundtief. Darum würden wir auch nie mit unserem Namen für die Firma gerade stehen. Mit welchem denn? Mit ihm. Und zur Eröffnung laden wir all deine Geschäftspartner ein. Was? Das kannst du nicht machen, du fiese Sich. Da wären wir Ruf ruiniert. Nur der als Boutique-Besitzerin, der als Porno-Queen wäre total intakt. Schon gut. Hast verstanden. Kauf dir dein Filmkaffee. Heißt das? Ja. Und wenn du mich noch einmal anlangst, schmier dir eins. So cool, Erich. Dann können wir uns das nächste Mal einen Milchshake reinziehen. Und ich meinen 4-Abend-Cappuccino. In 4 Tagen mache ich auf. Ich wäre übrigens froh, Max, wenn du mir bei der Eröffnung helfen würdest. Als Bodyguard für den Steven Spielberg? Ich komme nicht. Genauso wenig wie alle anderen Promi. Hast du endlich begriffen, dass die nicht extra für eine Videothek eine Eröffnung in die Schweiz fliegen? Die würden schon, wenn ich Double nicht vergessen hätte, die Einladungen abzuschicken.